erfunden. Benutze den Zauberstab, um das Aussehen der Wände, der Deko oder der Böden zu ändern, damit sich dein Innenbereich wie zu Hause anfühlt. Richte den Zauberstab auf die Wände, um sie für die Anpassung auszuwählen. Dann wähle die Anpassung, die du anwenden möchtest. Um das Aussehen eines Objekts zu ändern, begib dich in den Zielmodus und richte den Zauberstab auf das Objekt, das du ändern möchtest. Gute Wahl! Das sieht viel besser aus. Dekoriere und passe deinen Innenbereich fantasievoll mit eigenen Inspirationen an. Erstelle themenbasierte Zimmer oder eine Mischung aus allem, ganz wie du willst. Das hier ist dein Butler. Sein einziges Ziel ist es, dir dabei zu helfen, den perfekten Innenbereich zu gestalten. Sprich mit dem Butler, wenn er dir dabei helfen soll, Möbel oder Zimmer zu deinem Innenbereich hinzuzufügen. Wenn du dich bereits mit dem Innenbereich auskennst, fange ruhig damit an, ihn anzupassen und zu dekorieren. Der Butler hilft dir beim Hinzufügen von Zimmern oder beim Dekorieren deines Innenbereichs. Du kannst auch neue Zimmer zu deinem Innenbereich hinzufügen. Wenn du ein Zimmer hinzufügst, achte darauf, dass es eine Tür hat, damit du es betreten und auch wieder verlassen kannst. Um ein Zimmer hinzuzufügen, öffne den Toybox-Editor. Zimmer und Flure müssen mit Türen verbunden sein, bevor du die Türen öffnen kannst. Bewege das Spielzeug nach links und rechts. Verlasse den Toybox-Editor, wenn du fertig bist. Zimmer, dass du zu deinem Innen... Vergiss nicht, mit deinen Gästen zu sprechen. Sie haben vielleicht nützliche Informationen und Hinweise für dich. Das hier ist der Gästesammler. Sobald er im Toybox-Editor ausgewählt und in deinen Innenbereich gelegt wurde, werden Gäste erscheinen und sich umsehen. Wenn du den Gästesammler wieder entfernst, gehen deine Gäste. Kehre regelmäßig zu deinem Innenbereich zurück, um zu sehen, was du seit deinem letzten Besuch freigeschaltet hast.
den Zauberstab, um dein Zimmer zu dekorieren, zu bearbeiten oder sein Aussehen zu ändern. Richte den Zauberstab auf die Wände, um sie für die Anpassung auszuwählen. Um herauszufinden, was du wie in deinem Innenbereich tun kannst, sprich einfach mit deinem Butler. Dafür ist er ja schließlich da. Um das Aussehen eines Objekts zu ändern, begib dich in den Zielmodus und richte... Richte den Zauberstab auf die Wände, um sie für die Anpassung auszuwählen. Wähle die Kategorie für die Anpassung, die du durchführen möchtest. Wände, Böden und Deko sind nicht die einzigen Elemente in deinem Innenbereich, die du anpassen kannst. Stöbere durch alle Kategorien, um dir andere verfügbare Anpassungen anzusehen. Manche Gäste haben besondere Wünsche. Wenn du ihnen hilfst, belohnen sie dich. Deine Sidekicks können in deinem Innenbereich eigene Zimmer bekommen. Wirf einen in diese Tür, um ihn diesem Zimmer zuzuweisen. Dieser Sidekick wird dann sein Zimmer nach seinem Geschmack dekorieren. Um dieses Zimmer öffnen zu können, musst du einen Sidekick in die Tür werfen. Um dieses Zimmer öffnen zu können, musst du einen Sidekick in die Tür werfen. Um dieses Zimmer öffnen zu können, musst du einen Sidekick in die Tür werfen.
Willkommen im Spielzeugladen. Hier kannst du Spielzeuge, Gebäude, Waffen, Anpassungen und andere Dinge aus Disney Infinity kaufen. Jeder Gegenstand, den du kaufst, ist sofort in deiner Toybox verfügbar. Why?